Frau Fischer, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Verdacht auf Blasenzündung. Okay, also es kribbelt stark, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Ja, ist es beim Wasserlassen direkt oder auch zu anderer Zeit? Auch zu anderer Zeit. Hatten Sie in kürzerer Vergangenheit Geschlechtsverkehr mit Personen, die Sie nicht kannten? Ja. Ja, das ist nicht schlimm an sich. Das kann man machen. Dann stellen Sie sich bitte mal hin, Frau Fischer. Ich gucke mir das mal an. Mal schauen, wo der Schuh drückt. Einmal husten bitte. Ja, dann bitte einmal breitbeinig hinstellen und bücken. Genau, jetzt einmal bücken. Richtig? Ja. Ja, ganz. Ist eindeutig. Eindeutig eine Blasenentzündung. Ja. So, dann drehen Sie sich mal um, Frau Fischer, bitte. Nehmen Sie bitte Platz einfach. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Ja, es läuft alles darauf hinaus. Es läuft auch hier an der rechten Seite, Frau Fischer. Sie können sich jetzt anziehen, Frau Fischer. So, Frau Fischer, fühlen Sie sich denn besser jetzt? Ja, sehr. Okay, vielen Dank. Das freut mich. Kommen Sie gerne wieder jederzeit, auch wenn irgendwas ist, rufen Sie an. Ne? Melden sich, wenn was ist. Also, man sagt, ich habe magische Hände. Normalerweise gehen die Frauen hier raus und es geht Ihnen eigentlich immer besser. So viel dazu, Frau vielen Fischer. Dank. Gut, dann kommen Sie gut nach Hause, ja? Danke, vielen Dank. Gerne, Frau Fischer. Tschüss. So Leute, nachdem euch Dr. Holle beglückt hat, kommt, kann man auch sagen, noch eine Einlage von Dr. Holle. Viele haben sich ein Video dazu auf YouTube gewünscht. Der perfekte Phantomschiss. Wie kriegt ihr den perfekten Schiss, ohne abwischen zu müssen? Einfach abswipen. Die Jungs aus Neugraben haben ja wieder was gezaubert. Hähnchen auf Aubergine-Joghurtsoße. Hört sich das nicht Hammer an? Naja, was ich sagen wollte, dieses Phantomschiss-Video. Das ist ein ernstes Video, Leute. Da könnt ihr ordentlich was lernen über Verdauung. Also kein Scheiß. Wer was lernen will, muss sich das Phantomschiss-Video angucken. Danach, ihr hättet also ein Studium. Ihr könnt auch ein Studium machen, das kommt beim gleichen bei rum.